Auf dem Diemelradweg von Liebenau nach Trendelburg am 8. September 2016 bei herrlichem Wetter in 4K von Tuberhorst 1. Trotz ca. 30 Grad im Schatten war es sehr angenehm beim Fahren. Es ging von Liebenau über Lammerten, Eberschütz, Stammen nach Trendelburg. Landschaftlich sehr schön und die ganze Strecke ist geteert. Hier sieht man schon von Weitem Trendelburg. Hier im Gasthaus Brandner haben wir Mittag gegessen. Jetzt geht es zur Burg. Hier der Rapunzelturm mit den herabhängenden Zopf. Nun geht es in den Burginnenhof. Wir kommen in einen schön angelegten Burggarten mit Gaststätten und Hotelbetrieb. Hier im Schatten der Bäume schmeckt natürlich ein leckeres Eis besonders gut. Nach dem Eis noch ein Bierchen, so kann man es hier aushalten. Nun geht es wieder auf den Heimweg. Unterwegs testen wir noch diese Liegebank. Da hier eine schöne Bank und ein Tisch stehen, machen wir noch einmal Rast. Hier auf dem Bauernhof haben wir dieses glockenähnliche Gebilde gefunden, haben im Internet nachgesehen, was es wohl sein könnte. Es ist eine Wespenfalle. Wir sind wieder in Liebenau angekommen. Es war eine wunderschöne Radtourstrecke, die man Radfahrern sehr empfehlen kann. Vielen Dank für euren Aufruf. Euer Kanal Tuberhorst 1.